Was erwartet die Besucher dieses Jahr? Wir hoffen, dass die Besucher Freude an unserer Veranstaltung finden, dass sie Spaß haben bei uns, dass sie ja, mit den Shows zufrieden sein werden, was wir ihnen bieten und auf weitere viele treffen. Was werden die Highlights dieses Jahr sein? Eines der Highlights ist definitiv die Stunt-Show der Gruppe Gentleman Stunt, sowie auch die drei Best-of-Show-Pokale, die Pokalverleihung mit der Fahrt durch das Festzelt. Kleinigkeiten, einen Graffiti-Künstler haben wir hier, der was ein Auto live in Graffiti besprüht. Ja, zu Kleinigkeiten gibt es noch ein paar Shows, Poliermittelverführungen und so weiter. Was würdest du sagen, ist der Erfolg der Motomania? Der Erfolg der Motomania spricht einer Seite für uns, dass auch dennoch viele Leute zu uns finden, wenn das Wetter sehr schlecht ist. Kannst du schon sagen, wie viele Besucher ungefähr gekommen sind? Derzeit stehen wir ungefähr bei 320 Fahrzeugen. Werden wir sehen, ob noch ein bisschen mehr wird oder wie es ausschauen wird, aber genau kann ich das noch nicht sagen, erst am Sonntag, wenn alles vorbei ist. Von wo bist du? Von Wolfsberg. Was ist das für ein Modell? Ah, Mazda 3, Baujahr 2004. Was würdest du sagen, ist das Besondere an diesen Umbauten? Ja, die Folie, die Chromfolgen und Sitze und Innenlämmen. Kannst du abschätzen, wie viel Zeit und Geld in den Wagen geflossen ist? Ja, das kann man nicht so abschätzen, 2 Jahre Umbau. Und an Geld ungefähr? 5-stelliger Bereich. Ja. Von wo bist du? Aus Graz. Was für ein Modell ist das? Ist ein VW Golf 3. Was würdest du sagen, sind besondere Umbauten an dem Wagen? Die Flügeltüren, die Lackierungen, das Airbrush, Innenraum, Kofferraum auch. Kannst du abschätzen, wie viel Zeit du in den Wagen investiert hast und Geld? Umbauzeit waren ca. 6 Jahre, genaue Arbeitsstunden weiß ich nicht. Und ca. ein bisschen über 30.000 waren die Umbaukosten. Von wo bist du? Aus Bruck an der Mur, Steiermark. Was ist das für ein Modell? Ein Honda Civic EJ9. Was sind die besonderen Umbauten an diesem Auto? Breitbau, Heckspoiler an draußen, Flügeltüren, Lufteinlass auf der Motorhaube, andere Scheinwerfer drin, Spiegel andere drin, Sitze andere drin, überzogene. Kannst du abschätzen, wie viel Zeit und Geld in den Wagen geflossen ist? Zeit und Geld, ja. Wird um die 30.000 circa gewesen sein. Zeit ist schwer zu sagen. Kann man nicht sagen, hundertprozentig. Von wo bist du? Jonas Strassenke, in der Nähe von Graz. Was ist das für ein Modell? Pontiac Firebird, Baujahr 1993. Was sind die besonderen Umbauten an diesem Auto? Das ist ein Baujahr 1993 und den habe ich umgebaut auf Modell Baujahr 2002, wie er vom Werk gelaufen ist. Also eigentlich nichts Besonderes, nur halt mit Airride-System, eine komplette Elbein-HC-Anlage, Multimedia halt, mit einbauter Xbox, Fernseher, DFPD, dann die Ashanti-Felgen, die sind relativ teuer, habe ich auch 13 Monate drauf gewartet. Also die Felgen waren eigentlich das Hauptproblem auf den ganzen Umbau. Kannst du abschätzen, wie viel Zeit und Geld in die Wagen geflossen ist? Sagen wir so, ich habe daheim am Abend mit den ganzen Rechnungen, aber ich habe es noch nicht zusammengezahlt. Aber 25.000, 30.000 Euro. Ohne Kaufpreis vom Auto. Und wie viel Zeit investierst du so für die Umbauten? Das hat 3,5 Jahre gedauert. Von wo bist du? Aus Wien. Was für ein Modell ist das? Ein Honda CRX. Was sind die besonderen Umbauten an dem Wagen? Oh, da ist alles umgebaut. Ich war erst seit 1990 dran, seit ich ihn gekauft habe. Und da ist von Motor umgebaut, also importiert aus Japan, alles Mögliche vom Fahrwerk und. Also ich habe wirklich seit 1990 alles umgebaut. Da ist 63-facher Pokalsieger,
Ich bin europaweit damit gefahren und überall halt das Fahrzeug präsentiert. Ja. Kannst du abschätzen, wie viel Zeit und Geld in den Wagen geflossen ist? Nach letzter Berechnung von circa 5 Jahren waren also in Schilling waren circa 500.000 Schilling, was ich reingesteckt habe. Von wo bist du? Ich bin von hier, von Wolfsberg. Was für ein Modell ist das? Das ist ein Golf 2 16V mit Motor umgebaut auf Weber-Vergaser. Was ist an dem Auto als umgebaut worden? Umgebaut ist sehr viel worden. Also es ist der Motor auf Weber umgebaut worden. Es ist der Motorraum, die Radhäuser und der Unterboden geklint worden. Innenraum auch leicht verändert. Außen sollte er auf Serie getrimmt sein, ja. Wie kam es zur Idee, den Wagen umzubauen? Die Idee ist dadurch entstanden, das Auto hat zwei Kollegen oder zwei Freunden gehört. Die sind leider durch einen Herzfehler verstorben und die haben das Auto angefangen zu bauen. Und wir haben dann gesagt, in seinem Namen bauen wir das Auto dann fertig. Ja.